Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren grandiosen Folge Kena Bridge of Spirits. Wie immer, Freunde, danke für den Support bis hierhin. Danke an alle Unterstützer. Solltet ihr Bock haben auf mehr, sollte euch das Ganze gefallen, lasst gerne ein Like da. Geht ja schnell. Hilft aber sehr weiter, Freunde. Vergessener Wald. Ansonsten gerne auch die Videobeschreibung abchecken. Gewinnspiel mitmachen. Social Media folgen. Alles in der Videobeschreibung. The people who built them have long been forgotten, but their work still remains. Watching over the forest like ancient guardians, Taro's spirit has corrupted the shrines and sealed the entrance to the Guardian Tree. I can feel Taro's presence there. I've marked the shrine locations on your map. Thank you, Ruthu. I'll work to clean the shrines. Thank you, Ruthu. Die klingt so gelangweilt. So, baue die alten, was stand da? Baue die alten Schreine wieder auf, um den Wächterbaum zu öffnen. Okay. Gut, dann machen wir das. Wenn es gemacht werden muss von uns, dann muss es halt gemacht werden. Nicht wahr? Ja, genau. So. Ui, Junge. Pass auf, Kleiner! Ja. Jo, wie wenig Schaden er bekommt. Okay, alles klar. Aber Hauptsache so viel Schaden aushält, Alter. Du Drecksau, du Dumme, ey. Da sind die fliegenden Eulen! Oh mein Gott, ey, wollt ihr mich verarschen oder was? Hallo! Oh! Gott, oh Gott, oh Gott! Lebensenergie? Was geht mit der Musik an? Das ist ja mega! Zwischen die Augen! Bam! Ey, wie die Musik abgeht, ist ja der Wahnsinn. Ey, wie gesagt, es ist so schön, wenn du die Welt von dem Bösen befreist. Quasi. Lagen hier nicht gerade noch so zwei Kügelchen, zwei gelbe? Ja, gut. Melting snow from the mountain shrine feeds these streams. So. Okay, oh, da kann man ja einfach rüber. Was ist das jetzt hier? Okay. Nochmal bitte. Oh nein. Ah, okay, komm. Einmal kurz warten, bis alles voll ist wieder. So. Ich hoffe, das kann man später irgendwie upgraden, dass es schneller geht. So, jetzt nochmal. Maske der Geschwister. Ah, einen neuen Hut. Okay. So.
Ist hier hinten ein Altar? Ja, ich glaube schon, ne? Erstmal das mitnehmen, bitte. Fehlt wohl noch einer. Das Blöde ist, du kannst im Wasser nicht rausspringen. Das ist echt blöd. Für die Fortbewegung, weißt du? There are several worn fishing baskets here. A simple design, but effective. Wie gesagt, die hört sich so an, als hätte die gar keinen Bock auf ihren Job. Das ist also ganz schlimm. Also die Stimme von ihr ist echt nicht geil. Also eins, zwei, ist da hinten noch irgendwie was? Einer versteckt. Eins, zwei, drei. Einer muss ja noch fehlen. Aber wo ist er? Bin ich blind? War das schnell genug? Ja, das war schnell genug. Oh, was? Der wirft so eine Bombe, die erst später explodiert. Okay, gut zu wissen. Aua. Okay. Sollte das so sein, dass der Blick so ist, dass ich um sie herum... Soll das nicht aus der Ego-Perspektive sein, Freunde? War das nicht bisher aus der Ego-Perspektive? Ich habe keine Ahnung. Weil irgendwie... Irgendwas muss das ja heißen, Freunde. Hier sind ja... Eine Kerze, zwei Kerzen. Das ist doch nicht normal, dass die Kamera so ist, oder? War das nicht beim ersten Mal anders? Egal, ich weiß nicht. Heißt es, dass das die erste Kerze ist, oder das? Also, die 1. Das müsste 2 sein. Drei? Vier? Ja, tatsächlich. Okay. So, okay, Schrein Nummer 2. Schrein Nummer 2. Oder Altar, besser gesagt. Oder Schrein, Altar? Alte Schreine. The children in Taro often fished in these streams, in the stillness of the forest. I can almost hear their voices. Taro and his siblings felt safe in these woods. You taught them well, Ruzu. Ja, okay. Dann zum nächsten. Das ist doch, die Sicht vorne, ist das verbuggt schon wieder? Ich glaube, es ist schon wieder verbuggt, oder? Oder? Ich weiß nicht. Irgendwie hatte ich das anders in Erinnerung. Egal, ich weiß nicht. So, nächster Schrein, bitte. Oh, hier ist eine Kiste. Gut. Nein, ich bin als erster dran. Oh, gleich tot, ey. Komm her.
Ey, die Musik geht ja richtig geil ab. Nein! Nein! Verdammt! Eine Sekunde, ey. Komm her, du Drecksau, ey. Was fällt dir eigentlich ein, ey? So, erstmal die Kleinen hier. Komm schon! Boah, wie knapp, ey. Wie knapp. Ah, egal, geschafft. Geschafft ist geschafft, du Loser. Was ist das denn? Turban oder wie? Taro. Ah. Ist denn der Schrein jetzt hier oben oder was? Aber hier rutscht bestimmt runter, oder? Ja. Gut, dann laufen wir halt einmal im Kreis. Warte, die holen wir natürlich auch mal ganz kurz. Müssen wir die holen oder müssen wir die aufstellen? Oh, die haben sie wieder zu. Die haben sie wieder fallen lassen, ne? Die haben sie wieder abgestellt, ja. Kann es sein, dass es passiert, weil ich so weit weg bin von denen? Los, 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 Jungs. Ja, das ist echt so Pikmin-Action, ne? Einmal dahin. Genau, der zeigt schon an. Sehr gut, okay. Hier ist noch eine. Komm mit, komm mit, komm mit. Dann fehlt noch eine. Die Frage ist, wo... Frage ist, wo die ist. Aber vielleicht. Ah, hier vorne. Die hat irgendwas gelockt. Ja, ja, okay. So, schön mitkommen hier. Fleißig sind sie ja. Immer hilfsbereit, die Kleinen. Der Kleine gibt hier die Anweisung. Ey, kommt her, kommt her. So, einmal da hin, bitte. Jetzt will ich aber auch eine dicke Belohnung dafür. Das war ja ein Riesenaufwand, deswegen, also. Hirsch! Gut. So, jetzt, wie kommt man denn an den Schrein jetzt hier, Gottesbaumschrein? Gehen wir erstmal zum Wasser, denn. Der scheint einfacher zu erreichen. Erreichbar zu sein, meine ich. Hier müsste er doch sein. Ist hier noch irgendwas? Müssen wir vorher hier irgendwie was vorbereiten oder was? Hier noch irgendwas hinlegen? Ja. Ja.
erstmal die Dinger hier hinlegen, ne? So war das. Und den anderen hier hin. Gut, gut, gut. Ja, okay. Sehr gut. Also, Schrein Nummer 3 ist auch geschafft. These shrines were built on places of power. Their stones are buried deep, connected to the flow of energy beneath the ground. These shrines were built okay, danke, Bruder, danke dir. Ja, 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 okay. Jetzt ist nur die Frage, wie wir an diesen Baumschrein kommen. Da oben. Da oben ist er doch. Hier. Oh, jetzt kann ich wieder. Obwohl, ich muss eh hier rüber. Da oben! Von da drüben! Ne, warte mal, da war die Kiste. Ne, 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 ne. Ne, die Kiste hatten wir schon. So, so ist aber richtig. Das wird der richtige Weg sein. Bin ich blind, blind, blind. Das kann es ja wohl nicht sein, oder? Auf die Distanz? Oder? Nee, das kann es ja nicht sein. Nee, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Aber wo dann? Wo dann? Ach, hier! Hm. Ah, Junge. Einfach nur mal den anderen Weg. Auch abchecken. Halt dich doch einfach fest jetzt. So, gut. Dann hier runter wieder. Gut. Über. Kurz mal hier loslassen. Kurz mal abchecken, was da drüben ist. Muss ich darüber? Muss ich darüber oder muss ich hier rüber? Großes Geheimnis. Eins von beiden. Also einer von beiden Wegen, der wird mir auf jeden Fall. Oh! Oh nein! Das war mein Fehler. Scheiße. Es scheint fast so, als wäre hier drüben das. Geheimnis. Geisterpost. Haben wir nicht noch eine offen sogar zum Abgeben? Ich glaube schon, ne? Halt dich doch da fest einfach. So. Okay. Ja, auch die Kletterpassagen sind eher so zweckmäßig, wa? Ist jetzt nichts Berauschendes, wie ihr gerade seht. Aber es ist halt Abwechslung, ne? Ist halt grundlegend ein sehr solides Spiel, so vom Gameplay her, meine ich. Aber was herausstechend ist halt einfach wirklich die Optik, ne? Die Optik ist bisher richtig schön. Story ist auch bisher relativ flach, muss ich ganz ehrlich sagen. So, nach 2 Stunden hätte schon storymäßig ein bisschen mehr abgehen können. Aber das kann ja noch alles kommen. Zumindest habe ich davon gelesen, dass es storymäßig auch sehr stark sein soll, aber also sehr ich das Spiel bisher gerne habe, aber davon merke ich bisher gar nichts. Storymäßig. Also nur wirklich nur auf die Story bezogen. Aber so spielerisch und so, echt grundsolide, macht Spaß. Musik ist nice. Genau, das wollte ich nämlich sagen. Musik ist nice, Optik ist nice. Die Rots sind mega süß. Was feuerst du dich ab, ey? Ich schieß dich einfach weg.
Alles klar. Ich bin extra schon einen Ticken weggegangen, ne? Wie man gesehen hat. Aber gut zu wissen, das hat ja eine mega Reichweite. Jetzt sterbe ich aber auch auf dem laufenden Band hier, wie so ein kleiner Loser, ey. Okay. Alter Schwede, machen die Schaden. Das ist doch nicht mehr normal, Alter. Heiliger Bimbam. Nur mal so eine Frage. Wie viel von euch kommen denn noch? Haben wir's? Ey, Junge, wie knapp. Ohne Witz. Ich hab's jetzt schon mehrfach gesagt, aber ich irgendwie teilweise unterschätze ich das Spiel trotzdem noch ein bisschen. Wegen dem Look. Aber das darfst du nicht machen. Du darfst das Spiel nicht wegen dem Look unterschätzen. Das ist, könnte tödlich enden, wie man gerade gesehen hat. Also war echt knapp. Some believe the shrines represent guardians of the forest. From up here, it's easy to imagine them watching over the land. Seht ihr jetzt? Habt ihr es gesehen jetzt? Jetzt ist es wieder aus der Ego-Perspektive, weil ich einmal zwischendurch gestorben bin. Also es war tatsächlich wieder ein Bug. Also, ja. Wir haben schon einige Bugs gefunden. Also es ist jetzt bisschen nervig, ehrlich gesagt. Was muss man nochmal hier mitmachen? Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Muss ich da einfach nur rüber oder was? Aber irgendwas, was kann man denn mit der Pfütze nochmal machen? Achso, einfach so, ja, gut. Einfach mal das Simpelste von allen machen. Ja, dann war das mit der Maske tatsächlich wieder ein Bug. Also, technische Macken kann man schon auf jeden Fall feststellen, einige. Und, ja, das ist halt schade, ne? Ist halt schade, also warte mal. Wie kommen wir denn jetzt am besten hier runter, ey? Ohne zu sterben. Okay. Extra den Double Jump mir aufgespart für das leichte Abfedern und trotzdem hat die Fallschaden bekommen, weil es so hoch war, oder wie? Oder zumindest so. Wie komme ich denn. Oh! Wie komme ich denn hier? Ist hier irgendwie Wasser, ey? Da machst du so einen geilen Körper, ey. Da ist Wasser. Komm, ich riskier's. Okay, das ist einfach zu hoch. Du Scheiße. Einfach in den Tod geworfen. Das Mädel. Komme ich denn jetzt hier am simpelsten runter, Mensch? Oh, warte mal. Gut, hier ist noch eine Kiste. Hier ist ja einfach nur das Geheimnis, wa? So, okay. Einfach den Fahrstuhl nehmen. Ey, man kann es sich auch umständlich machen. Man kann da versuchen runterzuspringen in den Tod oder nicht. Oder man nimmt einfach ganz normal den Holzfahrstuhl. Tja, Freunde. Ich bin halt bereit für Risikos, weißt du? Also ich bin bereit, da Risiko einzugehen, aber das traut sich halt nicht jeder. So, Freunde, hier ist aber erstmal Schluss. Ich wollte alle Altare in die Folge mit reinballern. Haben wir geschafft, dementsprechend hören wir hier erstmal auf. Lasst gerne weiterhin Feedback da. Und ja, wir hören uns. Haut rein. Tschüss.